Burgen, Ritter, Klöster. Sie stehen für eine fast tausendjährige Epoche, das Mittelalter. Lang galt die Zeit von 500 bis 1500 als finster und rückständig, doch heute sind sich die Forscher einig. Das Mittelalter war erfinderisch und farbenfroh. Auf den Burgen herrschen Ritter, gepanzerte Profikämpfer, die ohne Furcht und Tadel sein sollen. In den Städten blüht der Handel, ein selbstbewusstes Bürgertum entsteht. Die Klöster sind neben den aufkommenden Universitäten Leuchttürme des Wissens. Das Mittelalter fasziniert die Menschen noch heute. Ich möchte Ihnen zeigen, warum. Mein Name ist Lena Ganschow und ich nehme Sie mit auf eine spannende Spurensuche im Südwesten. Der Bodensee. Hier war eine der Keimzellen des Christentums im Südwesten. Im frühen Mittelalter begannen die Menschen zu heiligen Stätten zu pilgern. Damals erhoffte man sich von einem Besuch der Gräber der Apostel in Italien, Spanien oder im Heiligen Land Erlösung und Seelenheil. Wer nicht so weit reisen konnte, immerhin war das im Mittelalter nicht so einfach wie heute, der suchte sich ein Ziel in der näheren Umgebung. Allein im Südwesten gab es hunderte Pilgerorte und ein besonders beliebter war die Insel Reichenau. Das erste Kloster gründete hier im weitgehend noch heidnischen Alemannia der Wandermönch Pirmin im Jahre 724. Er ist heute der Schutzheilige der Reichenau. Die Gründung war sehr erfolgreich und das Kloster bald Anziehungspunkt für Pilger, Bischöfe und Adlige aus nah und fern. Die Reichenau wurde zu einem Zentrum der Bildung. Hinter den Klostermauern blühten Wissenschaft, Dichtung und Buchkunst. Hier lernten Königssöhne lesen und schreiben und die Äbte waren geschätzte Berater für die Mächtigen des Mittelalters. Zur Münster, St. Maria und Markus strömen noch heute die Menschen. Besonders am wichtigsten Inselfeiertag, den es nur auf der Reichenau gibt, dem Heiligblutfest. Im Zeichen des Kreuzes versammeln sich die Gläubigen wie vor 1000 Jahren. Im mittelalterlichen Weltbild stand Gott als Richter und Erlöser über allem. Berühmte Kirchen und Klöster zogen die Pilger an. Pilgern war Ausdruck einer tiefen Volksfrömmigkeit im Mittelalter. Beten mit den Füßen wurde zu einer Massenbewegung. Je weiter der Weg, desto größer die erhoffte Vergebung der Sünden. Dafür nahmen die Menschen vieles auf sich. Die Reisen dauerten oft Wochen und Monate. Deshalb war es auch mit beträchtlichem finanziellen Aufwand verbunden, die Gräber der Heiligen oder gar der Apostel zu sehen. So mancher ruinierte sich in Gottes Namen. Die armen Pilger vertrauten auf die christliche Nächstenliebe. Almosen geben war eine wichtige Institution im Mittelalter. Staatliche Sozialhilfe gab es damals nicht und so sorgten die Gläubigen füreinander. Wer etwas hatte, wenn auch nur wenig, stiftete wiederum der Mutterkirche. Wachskerzen zum Beispiel, wie auch heute noch. Rund um die Pilgerorte entwickelten sich florierende Märkte. Die Pilgerei und überhaupt der Glaube waren Wirtschaftsfaktoren im Mittelalter. Heiligenbilder, beliebte Souvenirs. Ein Muss für jeden Wallfahrer, das Pilgerabzeichen des besuchten Ortes. Wie eine Trophäe wurde es stolz getragen. Je mehr, desto besser und gottgefälliger war man. Für die Wallfahrtsorte waren Pilger ein gutes Geschäft. Und sind es bis heute. Auch auf der Reichenau beim Heiligblutfest. Die Prozession. Dabei bekommt jeder Gläubige die berühmte Heiligblutreliquie zu sehen. Zum ersten Mal wurde sie am 7. November 925 feierlich in das Münster getragen.
Nach dem Festtag gewährt mir Pater Stefan Vorwerk einen ganz besonderen Blick auf die Reliquie. Erst aus der Nähe erkennt man die einzelnen Reliquienteile, die mir der Benediktiner erklärt. Sie sehen, hier ist ein byzantinisches Abtskreuz und ein kleines Tüchlein in blutgetränkter Erde von Golgotha. Und dieses Heiligtum ist umfasst von vielen kostbaren Edelsteinen, die leuchten. Bei so viel Gold und Edelsteinen übersieht man fast die eigentlich wichtigen Dinge. Das byzantinische Kreuz, mehr als 1200 Jahre alt und noch älter und wertvoller, zumindest für die Gläubigen, das kleine Stofftüchlein. Woher genau hat denn die Heiligblutreliquie ihren Namen? Der Name kommt vom Ort des Geschehens. Jesus Christus wurde gekreuzigt in Jerusalem auf Golgotha. Mhm. Und diese Reliquie kommt vom Golgotha. Das ist ein Stückchen Stoff von dem Blut Jesu Christi getränkt. Und von daher trägt er den Namen Heiligblutreliquie, weil das heilige Blut gibt es nur einmal, nämlich das Blut Jesu Christi. Reliquien, die der Legende nach direkt von Jesus stammen, waren für die Menschen im Mittelalter ein ganz besonderer Schatz. Dem blutgetränkten Tuch schrieben sie damals Wunderkraft zu. Das Westwerk der Kirche wurde 1048 in Anwesenheit von Kaiser Heinrich III. Geweiht. Eine höhere Ehre konnte damals keiner Kirche zuteil werden. Das lag sicher auch an einem weiteren Schatz. Reliquien, die vom Evangelisten Markus stammen sollen. Er war einer der Autoren des Neuen Testaments und hatte sich in Rom Petrus und der noch jungen und verfolgten christlichen Kirche angeschlossen. Vor diesem Schrein drängten sich im Mittelalter die Pilger. Heute ist es für viele von uns nicht mehr so recht nachvollziehbar, doch im Mittelalter war die Kraft der Reliquien unbestritten. Die Zeit der Aufklärung, also die Frage und der Wunsch nach einer naturwissenschaftlichen, rationalen Erklärung, war noch Jahrhunderte entfernt. Im Mittelalter war der feste Glaube an einen Gott, der Wunder vollbringt, ganz selbstverständlich. Die Heiligen wurden als Fürsprecher angerufen. Und ihnen wurde geopfert. Wenn dieser Kuhhandel mit den Heiligen dann nicht wie gewünscht funktionierte, versuchte man sich im Mittelalter zu helfen. Es gibt Berichte darüber, wie Statuen von Heiligen in Ketten gelegt wurden, als eine Art Bewährungsstrafe. Klappte es dann immer noch nicht mit der Erfüllung der Wünsche und Gebete, kam es schon mal vor, dass der Heilige ganz in Ungnade fiel und im Brunnen oder gar der Latrine landete. Gottesdienst war im Mittelalter fester Bestandteil des Tagesablaufs. Man ging zur Messe, betete Madonnen, Heilige und Reliquien an oder man nahm an einer der vielen Prozessionen teil. Die Gelegenheiten zum Gebet waren vielfältig. Ave Maria. Ein Leben ohne Religion war für die allermeisten Menschen damals überhaupt nicht vorstellbar. Kirche und Glaube standen im Zentrum des Lebens, beim Bettler wie beim Kaiser. Seit dem Mittelalter werden Könige in der Kirche gekrönt und gesalbt und führen in ihrem Titel den Zusatz Dei Gratia, durch die Gnade Gottes. Kirche und Welt bildeten im Mittelalter eine Einheit. Für die Menschen war das Christentum eine unverrückbare Konstante in ihrem Leben, die hinaufreichte bis zu den Herrschenden. Ganz selbstverständlich legitimierten damals Könige und Kaiser ihre Position mit dem Gottesgnadentum. Das Gottesgnadentum hatte zur Konsequenz, dass nur der Papst den deutschen Kaiser krönen durfte. Das verschaffte der Kirche eine Machtposition, die sich auf das gesamte politische System ausdehnte. Ein kompliziertes System, denn der Papst und seine Kirche brauchten wiederum den Schutz von starken Herrschern.
Doch was passierte, wenn sich verschiedene Herrscher jeweils ihren eigenen Papst aussuchten? Das geschah Anfang des 15. Jahrhunderts und rückte den Bodensee schlagartig ins Zentrum der Weltgeschichte. Es waren stürmische Zeiten, denn es gab gleich drei Päpste. Die Kirchenspaltung drohte. Ein unhaltbarer Zustand für die Kirche, aber auch für den römisch-deutschen König. Das ganze europäische System wackelte. In Konstanz sollten die Probleme gelöst werden. Deshalb reisten die Delegationen, viele sicher in Schiffen wie diesem hier, über den Bodensee, um sich in Konstanz zu einem Konzil einzufinden. Das war so etwas wie eine Versammlung der Vereinten Nationen des Mittelalters. Und die treibende Kraft dahinter war dieses Mal der römisch-deutsche König Sigismund. Tatsächlich wurde das Konstanzer Konzil das Weltereignis des späten Mittelalters. Delegationen aus der ganzen damaligen christlichen Welt folgten dem Ruf von Sigismund und reisten 1414 an den Bodensee. Die Wahl fiel nicht zufällig auf die freie Reichsstadt Konstanz. Sie war reich, ein Handelsknotenpunkt und weit weg von den religiösen Machtzentren. Denn ein Grund des Megatreffens war ja die Konkurrenz der drei Päpste in Rom, Avignon und Bologna. So sah Konstanz damals aus. 6.000 Einwohner erwarteten in den kommenden 4 Jahren 70.000 Gäste. Viele kamen am alten Hafen an, wo heute eine imposante Statue die Besucher begrüßt. Die Imperia. Die offenherzige Dame hält Papst und König in der Hand und ist das moderne Symbol für das Konzil und die Probleme, die es damals zu lösen gab. Den Verfall der Sitten in Kirche und Staat, Machtkämpfe und drei Päpste. Das Kaufhaus am Hafen. Wo normalerweise gefeilscht und gehandelt wurde, sollte ein neuer Papst gewählt werden. Doch davor lagen äußerst schwierige Verhandlungen, die sich über Jahre hinzogen. Der Konstanzer Bürger Ulrich Riechenthal hat die Papstwahl damals ganz genau beobachtet und die wichtigsten Ereignisse des Konzils festgehalten. Herausgekommen ist diese Chronik. Der ideale Reiseführer für meine Zeitreise durch Konstanz. Noch heute ist Konstanz eine faszinierende Stadt. Überall findet man die Spuren der Geschichte. Im Rosgartenmuseum in der Altstadt will ich mir die Riechenthal-Chronik im Original ansehen. Damit dieses Zeitdokument des Mittelalters möglichst vielen Menschen zugänglich ist, wurde es aufwendig digitalisiert. Denn beim elektronischen Blättern nehmen die 600 Jahre alten Buchseiten keinen Schaden. Museumsdirektor Tobias Engelsing erklärt mir, dass das kostbare Buch in dieser Hochsicherheitsvitrine nun vor Licht, Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen geschützt ist. Optimale Erhaltungsbedingungen für dieses außergewöhnliche Fenster in das späte Mittelalter. Als Historiker hat sich Tobias Engelsing intensiv mit dem Inhalt der Chronik des Ulrich Riechenthal befasst. Privileg ausstattet. Der Verfasser dieser Chronik, Ulrich Riechenthal, was war denn das für ein Mensch? Das war ein reiches Bürschle, hatte wohlhabende Eltern und seine Aufgabe war in erster Linie, das Geld der Eltern langsam durchzubringen. Wenn man das auf heutige Verhältnisse übersetzt, würde man sagen, das war so eine Art Boulevardjournalist. Mhm. Der hat geschaut, was da passiert und hat das pralle Leben notiert, aufgeschrieben und später illustrieren lassen. Ja, hier haben wir also sozusagen. Und warum ist seine Chronik für uns heute so besonders wertvoll? Es ist die bedeutendste bebilderte Handschrift, die über ein Konzil berichtet. Wir erfahren durch diese Handschrift etwas vom Alltag eines solchen Weltereignisses. Kennen tun wir die Protokolle, wir kennen sozusagen die offizielle Sichtweise der berühmten Konzilien. Aber wie das im Alltag funktioniert hat, wie die gegessen, geschlafen, geliebt haben, diese Dinge erfahren wir aus diesem Buch. Mit den Geschichten von Riechenthal im Gepäck begebe ich mich auf Spurensuche.
Hier hat er gewohnt, zum Goldenen Bracken, standesgemäß gleich neben dem Münster. Gasthöfe für die Delegationen aus nah und fern gab es einige, aber sie reichten bei weitem nicht aus. Konstanz war damals ein heißes Pflaster. Immer wieder gab es handfesten Streit um die begehrten Quartiere. Ulrich Riechenthal beschreibt das alles sehr anschaulich. Mit ihren Wappen markierten die Delegationen ihre Unterkünfte, damit kein Neuankömmling auf dumme Gedanken kam. Schwierig war die Versorgung der vielen Konzilsbesucher. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen. Natürlich. Hochkonjunktur für Metzger, Bäcker und ambulante Imbissbuden. Matthias Menge steht also in einer 600 Jahre alten Tradition, wenn er aus seinem Holzbackofen vor dem Münster eine Konstanzer Spezialität holt: Dünnele. Flache Teigfladen mit Schmand, Zwiebeln, Käse und Speck. Riecht schon mal ganz gut. Das könnte auch den mittelalterlichen Gästen geschmeckt haben. Einige patriotische Konstanzer behaupten, dies sei die erste Pizza nördlich der Alpen, erfunden vor 600 Jahren für das Konstanzer Konzil. Und Riechenthal berichtet in seiner Chronik ja auch von fremden Bäckern, die hiermit die vielen Konzilsgäste versorgten. Möglicherweise waren solche Wagen also die ersten mobilen Takeaways. Erfindungsreiches Mittelalter. So sah Chronist Riechenthal die fremden Bäcker. Doch wie funktionierten die fahrbaren Pizzaöfen? Ein engagiertes Team wagt das Experiment eines Nachbaus. Nach den überlieferten Zeichnungen, möglichst originalgetreu. Die historischen Handwerkstechniken mit den modernen. Martin Senicki hat das Projekt geplant. Schreiner Reinhard Hoch hilft ihm mit seiner Erfahrung. Wo liegt die größte Schwierigkeit? Die größte Herausforderung bei der Geschichte sind die Räder. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil man meint, Räder ist ganz was Einfaches, aber heutzutage baut keiner mehr wirklich handwerklich Holzräder. Und das ist die größte Problematik. Das Herstellen und Bauen von Holzrädern nach dieser traditionellen Handwerkstechnik, das ist weitgehend, ich will jetzt nicht sagen verloren, aber es ist sehr selten geworden. Reinhard Hoch bewahrt das alte Wissen des Stellmachers. Von seinen Freunden wird er Krummholz genannt. Denn beim Bau von Wagen und Rädern braucht man viele krumme Hölzer. Mit Krummholzhilfe kommt der Nachbau gut voran. Aber das ist nur der erste Teil des Experiments. Später kommt noch die Funktionsprüfung. Wird der Ofen auch heiß genug? Und lässt sich der Wagen samt Aufbau überhaupt bewegen? Fragen, die nur die Rekonstruktion klären kann. Aus Schamottziegeln baut Martin einen Hitzeschutzschild für die Ofenauflage, damit der hölzerne Backwagen später im Einsatz nicht abbrennt. Dann vermörtelt er die Oberfläche noch mit Stampflehm. Sicher ist sicher. In der Werkstatt nimmt mittlerweile der Wagen Gestalt an. Die in einer Holznarbe gelagerten Räder rollen prima. Erstmal. Die Bewährungsprobe mit dem schweren Backofen drauf steht ja noch aus. Konstanz platzte während des Konzils aus allen Nähten und die Verhandlungen zogen sich hin. Die Stadt sollte für ganze 4 Jahre zum Nabel der Welt werden. Das Münster war der Versammlungsort für die wichtigsten Beratungen. Hier drängten sich Teilnehmer, Neugierige und Bürger. Zudem zogen unzählige Prozessionen durch die Straßen und Gassen. Im Münster wurde über die Beendigung der Kirchenspaltung diskutiert, das Problem mit den drei Päpsten. Und über den Kampf gegen die sogenannte Ketzerei. Damit waren neue reformatorische Lehren gemeint. Sie rüttelten am Fundament der Heiligen Mutterkirche und damit auch am Grundprinzip der staatlichen Ordnung. Einer der schärfsten Kirchenkritiker war aus Prag nach Konstanz gekommen, um seine Thesen zu verteidigen: Jan Hus.
Er wetterte gegen Ablasshandel und noch viel schlimmer, er stellte die uneingeschränkte Macht des Papsttums in Frage. Münsterführer Konrad Schatz kennt viele Geschichten um den böhmischen Rebellen. Eine handelt von einer dunklen Stelle im Fußboden. Genau hier soll Hus zum Tode verurteilt worden sein. An dieser Stelle hat er gestanden, Jan Hus, bei seiner Verurteilung. Warum hier und nicht da vorne? Ja, der Hus war ja aufgrund seiner ganzen aussagegeschichtlichen Abhandlungen, war er ja von der katholischen Kirche exkommuniziert, hatte also im Grunde genommen in der Kirche nichts mehr zu suchen. Aber man benötigte ihn zur Verurteilung. Und so berichtet Riechenthal, dass so und so viel Fuß vom Hauptportal weg, er stand bei seiner Verurteilung. Das ist also tatsächlich diese Stelle. Eigentlich hatte König Sigismund dem Reformator Hus freies Geleit zugesichert, um seine Thesen zu erläutern. Trotzdem wurde er verhaftet. Ein Kloster als Gefängnis. Konrad Schatz zeigt mir den Rundturm des ehemaligen Dominikanerklosters. Hier saß der Priester aus Prag ein und wurde wie ein Staatsfeind behandelt. Die provokanten Thesen von Jan Hus hatten enorme Sprengkraft. Sein Kerker wurde zur Todeszelle. Bei der Verhandlung wurde Jan Hus ein Ketzerhut aufgesetzt mit tanzenden Teufeln. So genau schildert es der Chronist Riechenthal. Weil er seine Lehren nicht widerrufen wollte, verurteilte die Vollversammlung des Konzils Jan Hus zum Feuertod. Am 6. Juli 1415 wurde der Richterspruch vor den Toren der Stadt vollstreckt. Die öffentliche Hinrichtung war ein makabres Spektakel für die Menschen des Mittelalters. Auf der anderen Seite der Stadt wurde ausgelassen gefeiert. Jahrmärkte und andere Vergnügungen lenkten die Menschen von den Zuständen und Zerwürfnissen in der Kirche ab. Kegeln kam damals gerade in Mode. Die einfachen Leute, über 50% der Stadtbevölkerung waren arm, vergnügten sich gern und günstig mit diesem Spiel. Schützenfeste waren noch beliebtere Veranstaltungen, bei denen die Besten der verschiedenen Handwerkszünfte gegeneinander antraten. So bildeten sich im Mittelalter Schützengilden, die auch für den Verteidigungsfall übten. Die Vorläufer heutiger Schützenvereine. Der Markt war eine Quelle des städtischen Reichtums und Selbstbewusstseins. In den Jahren des Konzils, dem Ringen um einen Papst, war besonders viel los, um all die Gäste zu versorgen. Die wichtigsten Stände waren rund ums Rathaus. Hier lebten die wohlhabenden Kaufleute, die Patrizier. Wild und Geflügel standen bei den reichen Gästen hoch im Kurs. Aber auch exotische Speisen wie Bärentatzen. Mit den ausländischen Besuchern kamen zudem neue Essgewohnheiten in die Reichsstadt. Und so aß man in Konstanz bald ganz selbstverständlich Schnecken und Froschschenkel. Den Händlern war es ganz recht, dass sich das Konzil hinzog. An einer Kirchenspaltung war zwar niemandem gelegen, doch die Geschäfte in der Zeit liefen gut. Zum Beispiel für die mobilen Bäckerwagen. Unser Experiment dazu tritt in die zweite Phase: den Aufbau des Backofens. Dafür hat Martin Senicki Weidenkorbflechter als weitere Spezialisten ins Boot geholt. Sie sollen das Gerüst des Ofens liefern. Ungefähr fixieren. Die Maße hat Martin aus der Riechenthal-Chronik übertragen. Das sind natürlich nur Annäherungswerte. Nun ist Fingerfertigkeit gefragt, um die Form des Originals hinzubekommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Weiter
geht es mit Fußarbeit. Lehm, Sand, Wasser und Stroh werden zu einem perfekten Ofenbaumaterial vermischt. Auf das Weidengerüst wird der mittelalterliche Universalbaustoff aufgetragen, ähnlich wie bei den Flechtwänden eines Fachwerkhauses. So nimmt ein Backofen Gestalt an, wie er aus den Jahren des Konzils überliefert ist. Ein spannender Moment. Der Ofen wird mit dem Wagen verheiratet. Passt alles? Trägt der Unterbau die Last? Und wird der Ofen die Hitze aushalten? Eine erste Testfahrt. Erfolgreich. Das 300 Kilo schwere Gefährt ist gut ausbalanciert und lässt sich von einem Mann bewegen. Für Martin ein Beleg für die Richtigkeit der Bilder in Riechenthals Chronik. Dort fährt auch nur ein Mann den mobilen Ofen. Die anderen backen. Sehr effektiv. Langfristig geplant? Ich denke, dass dieser Ofen eine Improvisation war. Den hat man nicht bewusst aufwendig gebaut, um jetzt einen transportablen Backofen auf Dauer zu haben, sondern man hat sich gedacht, man braucht jetzt auf die Schnelle diesen Ofen, um diese Massen an Leute zu verköstigen, und hat mit dem Material, das gerade vorrätig war, diesen Ofen auf die Schnelle gebaut. Das nennt man Service. Schon im Mittelalter ein Erfolgsrezept. Wie erfolgreich die Konstanzer Händler waren, zeigten sie gern mit ihren prachtvollen Häusern, von denen man zum Glück noch heute recht viele bewundern kann. Einen ganz besonderen Schatz finde ich im Haus zur Kunkel. Perfekt erhaltene mittelalterliche Fresken. Sie zeigen die Textilherstellung in allen Einzelheiten. Es war hauptsächlich Frauenhändearbeit, durch die der Tuchhändler reich wurde und sich diese Malereien in seiner Stube leisten konnte. Die Konstanzer Händler verfügten über ausgezeichnete Fernhandelskontakte. Sie verkauften Stoffe an die Hansestädte im Norden, genauso wie nach Venedig und Marseille. Der Handel hat das mittelalterliche Konstanz reich gemacht. Von hier wurden zum Beispiel Tuche aus Oberschwaben nach ganz Europa verkauft. Zu Zeiten des Konzils blühte das Geschäft natürlich besonders bei all den mächtigen und reichen Menschen in der Stadt. Und da die Verhandlungen über komplizierte Kirchenfragen insgesamt 4 Jahre dauerten, lohnt es sich so richtig. Sicher auch für die mobilen Pizzabäcker. Sie müssen ein außergewöhnlicher Anblick gewesen sein, eine absolute Innovation. Denn sonst hätte Riechenthal sicher nicht über die fremden Bäcker berichtet. Rund um das Münster muss es damals nach leckeren Backwaren geduftet haben. Das Wichtigste am Backwagen ist natürlich die Funktion des Ofens. Und um möglichst in der Zeit zu bleiben, versucht Martin, seinen Experimentalofen auch auf alte Weise anzuschüren. Mit Schlageisen, Feuerstein und dem richtigen Zunder. Sieht doch schon ganz gut aus. Eine spannende Premiere. Der mobile Ofen wird zum ersten Mal angeheizt. Vorsichtig erhöhen die Experimentalofenbauer nach und nach die Temperatur. So, Feuer brennt, der Ofen wird auch so langsam warm. Ja. Worauf kommt es jetzt an? Dass nicht zu schnell warm wird, weil sonst kann halt sein, dadurch, dass dann noch Feuchtigkeit im Lehm gespeichert ist, dass wenn wir den jetzt zu schnell hochheizen, dass der dann ganz arg zerreißt. Und das müssen wir jetzt ganz langsam hochheizen. Erste kleine Risse machen Martin Sinicki Sorgen. Doch noch hält alles. Zeit, die ersten Backwaren vorzubereiten. Auch hier ist die Riechenthal-Chronik Vorbild. Brezeln, Pasteten und Fladenbrot sind zu erkennen. Da trifft es sich gut, dass unser Ofenbauer früher mal Konditor gelernt hat. Deckel auf zur Backpremiere. Jetzt wird sich zeigen, ob sich die ganze Mühe gelohnt hat. Schnell noch eine Konstanzer Pizza hinterher.
Dem Gefühl nach, Erfahrungswerte gibt es ja noch keine, sollten die Brötchen fertig sein, sagt Martin. Ist sogar durch. Und schmeckt auch. Dann ist die Pizza fertig. Die ersten Bissen gebühren den Baumeistern des Backwagens anno 1414. Zufriedene Gesichter. Das Experiment ist geglückt. Es könnte also durchaus sein, dass der erste mobile Pizzaservice der Welt durch die Gassen des mittelalterlichen Konstanz rollte. Eine überzeugende Erfindung, die zeigt, wie einfallsreich und pragmatisch die Menschen damals bereits waren. Und zumindest in Konstanz auch offen für internationale Einflüsse. Die fremden Bäcker jedenfalls hatten mit ihrem Fastfood-Konzept Erfolg. Vor allem bei der eiligen und ärmeren Kundschaft. Die reicheren Bürger speisten in Gasthäusern. Der Wein floss dabei oft in Strömen und Glücksspiele waren sehr beliebt, galten aber nicht als tugendhaft. Ja, ja, die Tugend. Das Rollenbild der Bibel war prägend. Die Frau sei dem Mann untertan, aber da gab es viele Unterschiede, je nach Stand. Zum Beispiel gab es eine streng vorgeschriebene Kleiderordnung. Ich wage den Selbstversuch als bürgerliche Dame. Erstmal fällt auf, dass viel geschnürt wird und dass viele verschiedene Kleidungsstücke übereinander getragen werden. Es ist eine kleine Wissenschaft für sich. Und es dauert, bis ich endlich einigermaßen mittelalterlich aussehe. Und jetzt gucke ich mal gerade bei euch. Streng geprüft werden der Sitz jeder Falte und natürlich die Farbkombination. Das eine ist ein bisschen zu kurz. Farben waren im Mittelalter richtig teuer, leuchtend rot zum Beispiel, trug kaum einer und richtig tief schwarz. Auch nicht, weil das richtig schwer in der Herstellung war. Das hier, dunkelbraun, ist sowas gut Bürgerliches, genauso wie der Gürtel, denn je mehr Verzierungen da drauf waren, desto wohlhabender der Träger. Und dann war ja da noch die Sache mit der Tugend. Dieses Gefrenz etwa sollte den Nacken vor ungehörigen Blicken schützen. Und die Haare wurden im Mittelalter selbstverständlich unter einer Kopfbedeckung versteckt. Das wurde sogar sprichwörtlich. Unter die Haube kam man damals, wenn man schon ein gewisses Alter erreicht hatte oder eben verheiratet war. Und je mehr lagen Stoff hier oben, desto höher der Stand. Dieser gekräuselte Rand zeichnet einen der teuersten Stoffe des Mittelalters aus, den Kruseler Stoff. Er ist eine Herausforderung für die Handweberin Silvia Wiechmann. Das Vorbild zeigt die Frau des berühmten flämischen Malers Jan van Eyck. Er hat sie mit feinster Kruselerhaube porträtiert. Eine ganz spezielle Webart sorgt für die gewellte Kante. Feinste Leinengarne werden dafür verwendet. Damals wie heute ein sehr teures Vergnügen. Im Mittelalter war der Kruseler nur sehr reichen Frauen vorbehalten. Ein absolutes Standessymbol. Echte Haute Couture. Silvia Wiechmann hat den Dreh raus. Die Kanten der Stoffbahnen müssen doppelt gewebt werden. Dann beginnen sie sich irgendwann zu kräuseln, weil sie länger sind als der Rest des Tuchs. Hier wird wieder doppelt gewebt. So entsteht der Kruselerstoff für meine teure Haube. Nun benötige ich noch ein paar Accessoires für meine Zeitreise. Die Ringe passen schon mal. Ein besticktes Beutelchen am Gürtel für das Almosengeld. Ein Rosenkranz mit Perlen aus, naja, nicht aus Elfenbein, sondern Rinderknochen. Kleider machen Leute. Der Spruch stimmt, gerade wenn man sich dazu noch in authentischer Umgebung bewegt. Jetzt können die Verehrer kommen. Ich bin zwar schon unter der Haube, aber ein edler Minnesänger darf mir schon die Aufwartung machen.
Mal bei Riechenthal nachschlagen. Das hier war einer der wichtigsten Diplomaten im Gefolge des Königs, Oswald von Wolkenstein, ein Ritter aus Südtirol. Und nicht nur das, er war auch der Singer-Songwriter des späten Mittelalters. Und so ähnlich klang es damals, wenn der Minnesänger Oswald von Wolkenstein aufspielte. Den Text haben wir, vorsichtshalber, in heutiges Deutsch übersetzt. Wach auf, mein Ort, wer leuchtet her? Von Orient der lichte Tag. Blick durch die Brau, vernimm den Glanz. Wie fein blau ist des Himmels Kranz, gemengelt schon mit rechter Substanz. Ich fürcht kürzliches Taget, Herre. Oswald von Wolkenstein war Minnesänger, Ritter und Diplomat. Für damalige Zeiten ein Mann von Welt. Er war im Gefolge von König Sigismund nach Konstanz zum Konzil gekommen, war vermögend und konnte daher ordentlich Geld unter die Leute bringen. Eine Tuchhändlerin in ihrem Kontor. Der Rat der Stadt hat ihr das Privileg des Tuchhandels übertragen, nachdem ihr Gatte verstorben war. Ein Beispiel für die gestärkte Stellung der Frauen im Bürgertum des Mittelalters. Konstanz war berühmt für seine Tuchhändler, die Wollstoffe aus Oberschwaben, aber auch feinstes Leinen aus Flandern verkauften. Wer sich eine neue Schecke schneidern lassen wollte, also eine Art mittelalterliches Jackett, war hier genau richtig. Und Anlässe, prächtige Kleidung zu tragen, gab es während des lang andauernden Konzils genug. Ja, natürlich. Stoffmuster aus teurem Brokat, Barchent oder Samt sollten die Auswahl erleichtern. Doch was für Stoffe waren das damals genau? Im Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft der Fachhochschule Köln analysiert Annemarie Staufer Textilfunde von archäologischen Grabungen. Aus kleinsten Fasern rekonstruiert sie mit ihrem Team die Stoffart, das Garn, die Webart und den Farbstoff. So konnte sie herausfinden, gewalkte und geglättete Leinen waren damals häufig. Exotische Farben wie Indigo und Purpur eher selten, da wahnsinnig teuer. Die Ergebnisse der Forscherin erlauben wertvolle Rückschlüsse auf die Fernhandelsbeziehungen im Mittelalter. In Konstanz war alles zu bekommen. Die Stadt verfügte über gute Verkehrsanbindungen ans europäische Fernwegenetz und seine Händler pflegten Kontakte zur Hanse, dem überaus erfolgreichen Handelsbund im Norden, ebenso wie nach Venedig, der Wirtschafts- und Handelsmacht im Mittelmeerraum. Auch deshalb hatte König Sigismund die Stadt am Bodensee als Ort des Konzils ausgewählt. In den Gassen der Stadt blühte damals auch das älteste Gewerbe der Welt. Geschichtskenner Konrad Schatz führt mich durch den süßen Winkel. Hier soll die Verführung besonders groß gewesen sein. Doch wie erkannte man bei der strengen Kleiderordnung des Mittelalters die sogenannten Hübschlerinnen überhaupt? Damals trugen die Frauen nicht wie heute viel Make-up und wenig Stoff, sondern waren gekleidet wie alle anderen Frauen auch. Und doch hatten sie kleine Erkennungszeichen an ihren Gewändern, Tüchlein etwa oder Bänder, oft in der Schandfarbe Gelb. Farben hatten Signalcharakter im Mittelalter. Gelb muss während des Konzils weit verbreitet gewesen sein. Ein Zeitzeuge berichtet, Konstanz hatte nur ein Freudenhaus. Es reichte von einem Stadttor bis zum gegenüberliegenden. Das Konzil machte Konstanz zu einem teuren Pflaster. Der Sänger Oswald von Wolkenstein dichtete deswegen: Denk ich an den Bodensee, so tut mir gleich der Beutel weh. Gemeint war natürlich der Geldbeutel.
Dann kam endlich der Durchbruch in der Papstfrage. Dem deutschen König Sigismund war es gelungen, die drei Vorgänger zum Amtsverzicht zu bewegen. Ein neuer Papst konnte gewählt werden. Das Kaufhaus am Hafen wurde zu einem welthistorischen Ort. Wo sonst Geschäfte gemacht wurden, trat am 8. November 1417 das Konklave zusammen. Hinter den verschlossenen Türen des Kaufhauses ging es um mehr als nur ein neues Kirchenoberhaupt. Es ging um wichtige Machtfragen in Europa. Umso überraschender die schnelle Einigung. Mit einem weißen Banner wurde nach nur 4 Tagen die erfolgreiche Papstwahl verkündet. Die erste und einzige in Deutschland. Und ähnlich wie wir das auch heute noch kennen. Warum das so schnell ging, weiß Tobias Engelsing. Und weil das November war und ziemlich kalt und die Bude ungeheizt, haben die also nicht arg lang gebraucht. Nach ein paar Tagen hatten sie also Papam Habemus, damals noch nicht mit weißem Rauch, sondern mit einer weißen Banderole und mehreren Dutzend weißen Tauben, die dann aufstiegen. Und Martin der V. war der Papst, der in Konstanz gewählt wurde. Am Martinstag, dem 11. November. Ein Jahr später endete das Megatreffen. Einige Probleme blieben ungelöst, trotzdem. Das Konstanzer Konzil war das Weltereignis des späten Mittelalters. Inwiefern strahlt das bis heute? Ich glaube, das Konstanzer Konzil ist deshalb so bedeutend geblieben, weil es die Idee lebendig machte, dass es neben dem Papst auch ein Konzil gibt. Das heißt, eine demokratische Versammlung, ein Parlament. Die Demokratisierung der Kirche hat da so einen ersten Grundgedanken. Und zum Zweiten, es war eine europäische Versammlung. Menschen, Würdenträger aus vielen europäischen Nationen und Völkern haben miteinander versucht, schwierige politische Probleme zu lösen. Einiges davon ist gelungen, mit ganz, ganz langer Strahlkraft bis zu uns. Das reiche Bürschle, der mittelalterliche Boulevardjournalist Ulrich Riechenthal, hat uns mit seiner Chronik diese Zeit lebendig erhalten. Es war eine Zeit des Umbruchs. Das Mittelalter sollte nur noch ein knappes Jahrhundert dauern. Dann entdeckte Kolumbus Amerika und Martin Luther erstritt die Reformation. Die Kirche war endgültig gespalten. Konstanz sollte nie mehr so prachtvolle Tage erleben wie in den Jahren des Konzils, als sich die Mächtigen der Welt und 70.000 Besucher aus ganz Europa in der Stadt drängten. Die Imperia am Hafen erinnert an das Weltereignis. Hier endet unsere Zeitreise durch das Mittelalter im Südwesten. Eine Epoche von mehr als 900 Jahren, die gar nicht so finster war, sondern facettenreich, innovativ und bunt.